Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier auf Optionsstrategien und heute will ich mich mit euch mal über das Thema Backtesting und vor allen Dingen Backtesting von Optionsstrategien unterhalten. Was gibt es da für Möglichkeiten? Was sollte man beachten? All das und noch mehr jetzt im Video. Ich bekomme immer ganz oft die Frage gestellt, sowohl hier auf YouTube, aber auch zum Beispiel in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, dass immer mal gefragt wird, Mensch, kann man denn eigentlich so Optionsstrategien auch backtesten? Und natürlich ist es grundsätzlich erst einmal möglich, Optionsstrategien backzutesten. Allerdings muss man da gegenüber den klassischen Backtests, wie sie sonst gemacht werden im Trading, muss man ein paar Dinge beachten. Fangen wir mal an. Warum macht man denn überhaupt Backtests? Ne? Es gibt aus meiner Sicht heraus eigentlich zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass man sagt, ich habe eine ganz neue Idee und diese neue Idee möchte ich einfach mal in der Vergangenheit überprüfen, was hätte denn das Ganze gebracht. Das heißt also, du hast irgendwie selbst dir ein paar Indikatoren gesucht oder du hast im Markt irgendetwas beobachtet und stellst dann fest, das könnte eine durchaus interessante Strategie werden, aber du hast natürlich noch keinen Beweis, vor allen Dingen keinen live erlebten Beweis und deswegen sagst du, okay, ich überprüfe mal diese Idee und backteste das Ganze. Das ist also ein Grund, warum man überhaupt Backtesting macht, damit man einfach überprüfen kann, ist so etwas, was ich mir gerade ausgedacht habe, macht denn das überhaupt Sinn, daran jetzt weiterzuarbeiten. Der zweite Punkt ist, dass man oftmals ja im Trading Dinge bekommt, egal ob jetzt von einem Coach, aus einem Buch, aus Zeitschriften, was auch immer oder das, was man einfach so hört und dass man das einfach mal überprüfen möchte, stimmt denn das überhaupt? Also so diese klassischen Dinge, du musst immer long sein, wenn der Markt über seinem 200er gleitenden Durchschnitt ist oder du musst immer kaufen, wenn er auf den 200er gleitenden Durchschnitt fällt. All diese Dinge, das hat jeder schon mal irgendwie gehört, aber nirgendwo ist es eigentlich so richtig verifiziert. Und deswegen sagen dann viele, komm, ich teste das mal nach, um quasi meine eigene Wahrheit zu finden. Oder aber, wenn du von einem Coach beispielsweise oder von einem Seminar ein System bekommst, dann hast du ja in der Regel selbst noch keine Erfahrungen mit diesem System. Und die Schwierigkeit in jedem Handel ist ja immer, dass du selbst mental in der Lage bist, das System durch schwierige Zeiten durchzustehen. Wir wissen, jedes System, egal was du handelst, hat auch mal eine Zeit, wo es nicht so gut performt. Es hängt mit unterschiedlichen Marktphasen zusammen. Ein System kann nicht in jeder Zeit perfekt gleich gut laufen. Und deswegen wird es Marktphasen geben, die nicht so gut laufen. So, die Schwierigkeit, die du hast, ist natürlich immer, dass du genau während dieser Marktphasen zum einen weiterhin an dein System festhältst, aber dass du dann auch mal erkennst, wann hat sich vielleicht ein Markt auch so geändert, dass das System nicht mehr anwendbar ist. Wenn du jetzt ein System 10, 15, 20 Jahre tradest, dann brauchst du keinen Backtest mehr, weil dann hast du das alles live erlebt. Dann weißt du das, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn du aber neu bist, wenn du ein neues System hast, dann fehlt dir das Vertrauen. Und dann kannst du natürlich Backtesting-Ergebnisse nehmen, um einfach quasi das, was du mit eigenem Erfahrungswert noch nicht belegen kannst, anhand von, nennen wir es mal künstlich geschaffenen Erfahrungen, nämlich durch das Backtesting, dass du dir dann quasi das Vertrauen holst, dass du weißt, okay, wie viel Drawdown kann es denn geben, wie ist es denn normal, wenn 5, 6, 10 Trades hintereinander schieflaufen, all diese Dinge kannst du eben dann mit Hilfe von Backtests erhalten und kannst dich damit einfach besser auf dein Trading vorbereiten. So, jetzt haben wir aber folgendes Problem beim Handel von Optionsstrategien bzw. beim Backtesten von Optionsstrategien. Wenn du eine klassische Strategie, kaufe da, verkaufe da, wie auch immer, mit dem Underlying testest, das heißt mit dem Future, mit der Aktie, mit dem ETF, was auch immer, dann ist das relativ simpel. Warum? Weil wenn du zum Beispiel sagst, ich kaufe immer eine Aktie, wenn sie über den 200er gleitenden Durchschnitt geht, dann kannst du das programmieren und dann geht das halt los. So. Wenn du jetzt aber sagst, immer wenn ein bestimmter Punkt eintritt, kaufe ich eine spezielle Option oder verkaufe eine spezielle Option, dann wird das ein wenig komplizierter, weil es gibt ja nicht nur die eine Option.
Wenn du jetzt sagst, ich will immer wissen, was die Apple-Aktie macht, wenn es über oder unter den 200er gleitenden Durchschnitt geht, dann testest du das auf die eine einzige Apple-Aktie, die es halt, es gibt nicht nur eine Apple-Aktie, aber eben nur auf die Apple als solches. Wenn du das allerdings mit Optionen machst, dann gibt es ganz viele Laufzeiten, dann gibt es ganz viele Strikes, ganz viele Deltas. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, naja, ich möchte halt eine Laufzeit haben von 45 Tagen und ich möchte ein Delta von, sagen wir mal, 15 haben. Okay? So, jetzt hast du aber schon das Problem, was ist denn, wenn du nicht genau 45 Tage Restlaufzeit hast? Du hast zum Beispiel 40 Tage und 47 Tage. Was nimmst du denn jetzt? Nimmst du jetzt die 40er oder nimmst du die 47er? Was ist denn, wenn du nicht genau ein 15er Delta hast? Nimmst du jetzt das 14er oder nimmst du das 16er? Das heißt, der Backtest von Optionsstrategien ist schon etwas anspruchsvoller. Und deswegen ist es auch so schwierig, Ergebnisse zu bekommen, Backtesting-Ergebnisse von Optionsstrategien. Nur mal so als kleiner Verweis, wie schwierig das ist und was man da auch für Ressourcen einsetzen muss. Ihr alle kennt ja die Tastytrade-Plattform in den USA, die wir ja zum Beispiel auch nutzen über Dough. Und bei Tastytrade, als die Jungs damals ihren Broker verkauft haben, Sink or Swim, die haben ja da ein paar hundert Millionen erlöst. Und was macht man mit dem Geld? Man investiert es natürlich wieder, zumindest einen Teil. Und ich habe mal gehört, legt mich jetzt nicht darauf fest, ob das zu 100% stimmt, aber ich kann mir das schon gut vorstellen, dass die Macher von Tastytrade allein 10 Millionen Dollar nur investiert haben in Daten, in Backtesting und Aufbau einer Crew, die das macht und so weiter. Das heißt, die haben richtig, richtig viel Geld in die Hand genommen, nur um endlich mal statistisch richtige Backtesting-Ergebnisse im Optionshandel zu bekommen. Und selbst da, wenn ich mir immer so die Kommentare anschaue, höre ich noch ganz häufig, dass das von vielen kritisiert wird, es wäre doch nicht genau genug. Aber noch genauer als die Jungs kann man es eigentlich fast gar nicht machen. So, was mache ich jetzt aber als Privater, der jetzt nicht gleich zwingend 10 Millionen Cash auf der Tasche hat, um solche Tests durchzuführen? Es gibt natürlich verschiedene Software, mit der man das testen kann. Also die bekannteste ist wahrscheinlich OptionView. Mit der arbeiten wir auch zusammen. Wir können euch auch mal einen Link hier darunter machen, könnt ihr euch mal anschauen. OptionView ist etwas, mit der man Backtests durchführen kann, und zwar auf zwei verschiedenen Wegen. Nämlich Nummer eins, dass man wirklich ganz genau definiert, wenn das und das passiert, dann verkaufe die und die Option und dann macht er das. Oder aber auch etwas, was wir sehr viel gemacht haben. Wir haben sehr viel händisch getestet. Das erfordert natürlich eine Menge Zeit, aber wir haben uns eben dann hingesetzt und gesagt, okay, wir haben ein bestimmtes Modell und das testen wir jetzt mal händisch durch, wie das Ganze funktioniert. Das heißt, wir sind dann immer in der Zeit zurückgegangen und gesagt, okay, was wäre in der Situation gewesen, was wäre in der Situation gewesen. So, das ist zwar dann nie 100% genau, ne? Weil, wie gesagt, du hast einfach diese Schwierigkeiten, bei Optionen das hundertprozentig festzulegen, welche Option du jetzt gehandelt hättest. Und wir wissen übrigens alle, hätte, ne? Im Nachgang ist es immer ein bisschen einfacher zu sagen, na, ich hätte an der Stelle das gemacht. So, aber nichtsdestotrotz ist es eine gute Annäherung. Was man aber auch machen kann, und das ist, glaube ich, auch ein Weg, der sehr interessant ist, dass man sagt, okay, ich habe zum Beispiel ein grundsätzliches oder eine grundsätzliche Idee und ich teste mal die Idee, und wenn diese Idee einigermaßen aufgeht, dann sollte es mit Optionen eigentlich noch besser laufen. Beispielsweise, wenn ihr ein Trendfolgemodell habt. Ihr habt ein Trendfolgemodell, also ihr denkt zumindest, dass ihr ein Trendfolgemodell hättet und sagt jetzt, okay, das will ich jetzt mal testen. Ich setze bloß die Trades nicht mit dem Underlying direkt, sondern ich setze es mit dem Verkauf von Optionen um. Das heißt, Kaufsignal, du gehst nicht long im Underlying, sondern du verkaufst einen Put. Verkaufssignal, du gehst nicht short im Underlying, du verkaufst einen Call. So, das könntest du natürlich auch testen, aber noch einfacher und zumindest um eine gewisse Annäherung zu erhalten, ist es, teste doch mal erst dieses Ergebnis oder dieses System, dieses Trendfolgesystem als solches. Das heißt, was käme denn überhaupt raus, wenn du sofort im Underlying Long oder sofort im Underlying Short gehen würdest mit ein paar Stops und so weiter, was weiß ich, kannst einen Zeitstop aufbauen und so, was du willst. Weil wenn jetzt rauskommt, dass dein Trendfolgesystem, was du dir erdacht hast, oder jedes andere System, wenn das überhaupt nicht funktioniert, also wenn du in 90% der Fälle verlierst,
und nur in 10% der Fälle gewinnst, dann wirst du auch nicht mit dem Einsatz von Optionen das Ganze verbessern können. Zumindest nicht so weit verbessern können, dass du am Ende Geld verdienst. Wenn jetzt aber rauskommt, dass dein Ergebnis zum Beispiel 50-50 ist, ne? Also du gewinnst, du verlierst, am Ende ist es plus minus null, dann könnte das schon interessant sein für den Einsatz von verkauften Optionen. Warum? Beispiel Trendfolgestrategie, du gewinnst einen Aufwärtstrend, gewinnst einen Abwärtstrend, verlierst aber in Seitwärtsmärkten. Verlierst du aber in Seitwärtsmärkten, wenn du Optionen verkaufst? Nicht zwingend. Das heißt, das könnte dann schon interessant sein, um zu sagen, okay, hier gehe ich an der Stelle mal weiter. Das heißt, mach dir am Anfang etwas weniger Mühe, backteste das Ganze mit simplen Dingen, also erstmal mit der Bewegung des Underlyings als solches. Und wenn du dann sagst, okay, das macht grundsätzlich Sinn, das Ganze weiter zu verfolgen, dann teste es zum Beispiel eben händisch mit Optionen nach. Leg dir da aber auch ganz genau die Parameter fest, an denen du testen willst, und bedenke auch bitte immer eins. Viele backtesten, um des Backtestens willen, weil sie Angst haben vor dem eigentlichen Trading. Ich kenne Leute, die habe ich schon vor 10 Jahren getroffen und die haben mir schon erzählt, was sie für tolle Backtests haben. Und wenn ich die heute wieder treffe, sage ich, und wie läuft dein Trading? Und dann sagen die, na, ich bin immer noch am Testen und Verfeinern. Ne? Also irgendwann musst du auch mal was machen. So, das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist, Backtesten, die große Gefahr in jedem Backtest ist, dass man etwas überoptimiert, dieses sogenannte Curve-Fitting. Also, dass man dann einfach sagt, okay, wenn ich an dem Stellschräubchen noch drehe und an dem noch ein bisschen drehe und den ein bisschen drehe, dann wäre in der Vergangenheit ein super Ergebnis rausgekommen. Aber da sich die Vergangenheit ja nie 1:1 wiederholt, sind viele Systeme überoptimiert und funktionieren in der Zukunft nicht mehr. Deswegen bleib da einfach realistisch. Ne? Schau dir einfach an, wie sieht das Ganze aus, und berechne auch so Dinge ein. Du hast Gebühren, du hast Slippage und so weiter und so fort. Also das alles musst du mit einberechnen. Grundsätzlich halte ich Backtesting für eine sehr, sehr interessante Sache, und man sollte eigentlich kein System handeln, wo man nicht zumindest eine grobe Orientierung hat, ob dieses System funktioniert. Und das kann jetzt sein, je nachdem, was du dir persönlich zutraust, dass du sagst, okay, ich habe ja von jemandem, der es schon lange handelt, einfach mal die Ergebnisse an. Deswegen handeln wir zum Beispiel bei unserem Coaching mit Echtgeldkonten, damit wir einfach zeigen können, hey, es funktioniert wirklich, weil sonst würden wir nicht Hunderttausende von Euros da draufsetzen. Oder aber, dass du sagst, ich mache selber den Test. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Mittel, um das Ganze zu machen. Ich habe in meiner ersten Zeit als Trader nie Backtests gemacht, weil ich computermäßig jetzt nicht so ganz gut unterwegs war, und im Laufe der Zeit habe ich dann aber immer mehr auf solche Dinge auch zurückgegriffen. So, ihr könnt mir mal bitte in die Kommentare schreiben, was habt ihr denn für Erfahrungen mit Backtests? Macht ihr Backtests? Mit welcher Software? Kennt ihr noch andere Software außer OptionView, die ihr beim Backtesten von Optionsstrategien einsetzt? Nutzt ihr selber geschriebene Programme? Nutzt ihr sowas wie OptionNet und so weiter? Ne? Also wenn ihr da Erfahrungen habt, schreibt mir das in die Kommentare. Vertraut ihr Backtests? Vertraut ihr denen eher nicht? Warum? Und wenn ihr Fragen habt, alles mit in die Kommentare, und dann können wir das in einem der nächsten Videos gerne wieder mit aufgreifen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg. Bis dahin, macht's gut. Servus. Bye, bye.